mal wieder ganz besonders die Wanderfreunde ansprechen. Ja, wir möchten euch mitnehmen auf eine kleine Wandertour hier in unserer Gegend. Wir, das bin ich und das ist Martina. So, wir sind jetzt hier auf diesem Wanderparkplatz angekommen und möchten heute den Klosterweg wandern. Ja, der Klosterweg ist ein alter Leinpfad, der sich zwischen den beiden Klöstern Brunnenburg, das war auch mal ein Kloster, und Kloster Arnstein bewegt oder hin und her führt. Die Klöster wurden so im 12. Jahrhundert, also 1150 rum, gegründet. Und Kloster Arnstein war ein Mönchskloster und die Brunnenburg war ein Nonnenkloster. Ja, und die Entfernung ist ungefähr von beiden Klöstern beträgt ungefähr 8-9 Kilometer. Ja, und man munkelt, dass sogar zwischen den beiden Klöstern ein unterirdischer Gang existierte. Aber das ist alles nur eine Legende oder eine Sache. Nein, ich habe doch extra die Lampe so eingestellt. Jetzt bitte geh hier runter zu ziehen. Hier sehen wir auch. Okay. Wir befinden uns jetzt erstmal auf dem Stichweg zur Brunnenburg. Weil von der Brunnenburg müssen wir erst wieder ein Stück zurücklaufen und dann kommen wir auf den Rundweg des Klosterweges. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, kreuzen den Klosterweg auch andere Wanderwege, wie zum Beispiel auch der Lahnhöhenweg, der hier vorbeigeht. Und auch der Pilgerweg nach Santiago de Compostela, also sozusagen ein Zubringerweg mit der sterilisierten Muschel, führt hier auch entlang. Ja, ich erzähle euch ein bisschen was über das Kloster. Das Kloster Brunnenburg wurde in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts erbaut und erstmals am 15. Juli 1212 im Testament des Erzbischofs Johann I. von Trier erwähnt.
Da das Archiv des Klosters verloren gegangen ist, sind nur noch wenige Urkunden erhalten. Sicher ist, dass es sich um ein Nonnenkloster gehandelt hat. Belegt scheint auch, dass es sich trotz der engen Verbundenheit und guter Nachbarschaft zum Prämonstratenserkloster Arnstein um eine Benediktinerinnenabteil gehandelt hat. Die Gründung geht auf die Grafentochter Gisela von Katzenelnbogen, eine Nichte des Gründers von Kloster Arnstein, Ludwig III., zurück, welcher auch selbst in das Kloster Arnstein eingetreten ist. Patron des Klosters war der heilige Alexander. Nach dem Aussterben der Grafen von Katzenelnbogen, als das Erbe nach Hessen überging, wurde die Abtei im Jahre 1542 nach über 300-jährigem Bestehen durch Landgraf Philipp aufgelöst. Damals war es üblich, dass die Nonnen mit Geld abgefunden wurden. Teilweise konnten sie jedoch auch bis zu ihrem Tod im Kloster bleiben. Die Güter und Einkünfte des Klosters gingen auf das Kloster Kronau bei Zorn über. Als das Kloster verlassen war, verfielen die Gebäude rasch. Teilweise gibt es sogar Belege, dass Gebäudeteile als Baumaterial verwendet wurden. Im Kronauer Saalbuch heißt es über Kloster Brunnenburg 42 Jahre später, im Jahre 1584, ist nunmehr zerstört und liegt wüst da. Bei diesen Gebäudenresten hinter mir handelt es sich um ein Kellergewölbe des Klosters. Ja, und bei Nachforschungen in den 70er Jahren wurde da drin auch ein verschütteter Eingang oder Höhleneingang gefunden. Und daher besteht die Vermutung, dass eine Verbindung zwischen diesem Kloster und dem Kloster Arnstein bestanden haben soll. Dieser kleine Pfad hier führt weiter zu einem herrlichen Aussichtspunkt über der Lahn. Wir sind jetzt von der Brunnenburg weitergewandert und wandern jetzt Richtung Bremberg, den Ort, den ihr hinter mir sehen könnt. Bei nächster Möglichkeit scharf rechts. Wir laufen jetzt durch Bremberg, einer kleinen Gemeinde, die zur Verbandsgemeinde Katzenelnbogen gehört. Ja, das kleine Dörfchen hier, das hat noch nicht mal ganz 300 Einwohner. Bremberg wurde erstmals 1156 urkundlich erwähnt. Ja, und Bremberg haben wir jetzt verlassen und jetzt folgen wir hier weiter dem Klosterweg. Ja, und auf einmal hört's auf mit der Markierung des Wanderweges. Stehen wir hier mitten in der Pampa und können uns nur noch auf unseren Navi verlassen, weil hier ist seit gefühlt 500 Metern keine Ausschilderung mehr zu erkennen. Ja, schade, aber ich denke mal, wir sind noch auf dem richtigen Weg.
wir waren gerade auf dem Köblerhof. Auch ein altes landwirtschaftliches Gebäude, das ursprünglich oder früher mal zum Kloster Arnstein gehörte. Heute befinden sich dort 8 Mietwohnungen. Das Navi sagt mir laufend, jetzt umkehren. Dabei sehe ich da vorne schon wieder ein Hinweisschild vom Klosterweg. Also der zeigt uns dann den richtigen Weg. Auch eine Gemeinde, die aber nicht mehr zu Katzenelnbogen gehört, sondern zu Nassau. Die Gemeinde hat ca. 400 Einwohner und wurde 1142 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Da sind wir jetzt. Jetzt geht es hier weiter. Hier ist Kloster Arnstein. Die Geschichte des Kloster Arnstein. Wir kommen jetzt zur Jakobsruhe. Einen schönen Unterstand, einen schönen Aussichtsplatz und da machen wir dann unsere Rast, unsere Pause. Den Trankia haben wir dabei und dann werden wir uns mal ein paar Würstchen warm machen und ein Brötchen essen. Bis gleich! Ob es schön warm ist. Okay. So, ja. Und Nummer 2. Zwei schöne Würstchen, das ist richtig heiß. Aber ja. Anstatt
Zack, zack, zack. Nee, das ist gut geschüttelt. So. Wo ist das bewegt? Bewegt sich doch vorne. Doch, so ein bisschen. Man merkt nicht, wie kalt es ist, ne? Doch. Ja, wir hatten mit etwas wärmerem Wetter gerechnet. Aber gut, steckt man nicht drin. So, dann haben wir wieder alles schön eingepackt. Nee, du musst jetzt dumm werden. Ja. Nachtisch. Sollen wir den wieder einpacken? Ja, den tun wir hier beim Kaffee. Vor uns ist eine stattliche Kiefer umgefallen. Ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen einen ziemlichen Sturm hier. Ja, schön. Da müssen wir jetzt dran vorbei. Eine Kapelle zum Innehalten. Alles künstlich. Jetzt laufen wir ein kleines Stück die Kreisstraße hier hoch. Schieferfelsen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Lahn erkennt man schemenhaft so etwas die Weinberge von Opernhof. Da ist eins. So, seit gefühlten 1,5 Kilometer laufen wir jetzt hier entlang und kein einziges Hinweisschild zeigt uns den Weg. Aber ich denke mal, verlaufen können wir uns nicht. Hier ist jetzt eins. Wo zeigt das jetzt hin? Nach rechts. Das ist der Lahnweg. Ja, siehst du ja, steht hier da. So, und hier kreuzen sich jetzt wieder oder treffen sich jetzt wieder mehrere Wanderwege. Der Klosterweg. Der europäische Fernwanderweg 1 von Flensburg bis nach Genua, der Lahnhöhenweg, ja,
Und was oben drüber das Zeichen bedeutet, kann ich euch leider nicht sagen. Ich wäre ja nicht mit Martina unterwegs, wenn wir nicht diesen blöden Stichweg hier 1 Kilometer runter zur Lahn jetzt machen müssten. Das ist nämlich typisch. Jetzt laufen wir 1 Kilometer runter bis zur Bahnlinie, gucken uns kurz die Lahn an und gehen dann wieder hier hoch, weil es da unten gar nicht weitergeht. So, wir haben uns jetzt das schöne Gehöft da unten angeschaut. Zum Glück sind wir die 400 Meter bis zur Lahnwiese nicht mehr gelaufen. Aber jetzt laufen wir wieder 600 Meter zurück, hoch über den Lahnhöhen. Schön. Ja, und ist euch was aufgefallen? Ja, wer schleppt die ganzen Sachen hoch und runter? Ich, der Dumme. Jetzt gehen wir wieder hin. Ja, hinter mir seht ihr jetzt Kalkofen liegen, unter mir. Ja, und jetzt sind es nur noch ein paar hundert Meter, vielleicht einen halben Kilometer bis zum Auto, bis zum Wanderparkplatz. Und dann melden wir uns dann nochmal. Ja, und ein Hessenweg von Nassau nach Limburg geht hier oben auch entlang. Das Navi sagte gerade eben, folge den Weg 2 Kilometer. Also werden wir noch 2 Kilometer zu laufen haben bis zu unserem Wanderparkplatz. Naja, macht auch nichts.
Kopf sind der Kundungsweg von den Klöstern. Der ist da gegangen, ich sag, die Nonne hoffen, dann über den Bach runter. Meine lieben Wanderfreunde, ich möchte ein kurzes Fazit von dieser Wanderung ziehen. Also ich habe gerade mal auf Komoot geschaut, es waren 18,6 Kilometer. Ja, im Großen und Ganzen war das eine schöne Tour, war schon ein bisschen anstrengend, denn es geht ja doch den Lahnbergen hoch und runter. Und ja, das war übrigens auch der schönste Teil der Tour, wenn man an den Lahnhängen entlang wandert. Das ist sehr schön. Oberhalb von Bremberg und wenn man da über das freie Land wandert, das ist jetzt nicht gerade so schön. Wir hatten aber auch leider nicht so schönes Wetter zu diesem Zeitpunkt. Es war sehr diesig. Wenn man oben auf der Ebene entlang wandert, da ist es halt auch sehr viele Wirtschaftswege, die man geht, die teilweise asphaltiert sind oder geschottert sind. Das macht dann auch nicht so viel Spaß. Und ich hoffe, euch hat die kleine Wanderung gefallen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video, sei es bei einer Radtour oder vielleicht auch wieder bei einer Wanderung, wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Heute haben wir Samstag, also noch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Tschüss, macht's gut.